Es gibt mehr Sterne als Sandkörner auf der Erde. Das hört man oft, aber stimmt das? In diesem Video erfahrt ihr, wie viele Sterne es im Weltraum gibt. Also bleibt dran, abonniert Astrocomics TV, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Herzlich willkommen. Was ist überhaupt ein Stern? Sterne sind die Energiequellen des Universums. Licht und Wärme wird in Sternen produziert, und zwar im Rahmen eines Fusionsprozesses. In den allermeisten Sternen wird aus Wasserstoff Helium fusioniert und dabei wird aus einem Teil der Masse Energie freigesetzt. Laut Albert Einsteins berühmter Formel E gleich mc² ist genau das, also möglich. Unser Stern heißt Sonne und genau wie bei der Sonne drehen sich um sehr viele Sterne Planeten. Während man früher davon ausging, dass die Sonne etwas total Besonderes ist, hat man dann immer mehr festgestellt, wie viele Sterne es im Weltraum gibt. Man hat auch festgestellt, dass Sterne nicht alleine rumfliegen, sondern immer in so einer Sternanhäufung zusammengeknubbelt sind. Und das Fachwort für so einen Sternknubbel heißt Galaxie. Unsere Galaxie heißt Milchstraße und die besteht aus ungefähr 300 Milliarden Sternen. Die Sonne ist nur einer davon. Und was befindet sich außerhalb der Milchstraße? Jede Menge weitere Galaxien. Früher war man sich nicht sicher, wie viele Galaxien es gibt und ob das Universum vielleicht sogar unendlich ist. Nur das würde einige Fragen aufwerfen, zusammengefasst im sogenannten Olberschen Paradoxon. Wenn das Universum unendlich ist und es immer mehr Sterne gibt, dann müsste der Nachthimmel theoretisch gleißend hell sein. Denn bei unendlich Sternen könnte also kein dunkler Fleck im Universum mehr vorhanden sein. Es ist also wohl eher so, dass das Universum nicht unendlich ist und es eine begrenzte Anzahl von Sternen und Galaxien gibt. Das können wir schon mal sagen. Und mit modernster Teleskoptechnik kann man diese Zahl auch ganz gut begrenzen. Vor allem hat uns dabei das sogenannte Hubble-Teleskop weitergeholfen. Das Hubble-Teleskop hat bisher die am tiefsten aufgenommenen Bilder des Weltraums gemacht. Allen voran das Hubble Deep Field und Hubble Ultra Deep Field. Diese Bilder zeigen uns weit entfernte Galaxien. Am Anfang denkt man, oha, auf diesem Bild ist ein schöner Sternenhimmel zu sehen. Keineswegs. Auf diesen Bildern ist jeder helle Punkt eine eigene Galaxie. Und anhand dieser Daten, unter anderem vom Hubble-Teleskop, hat man dann eben herausgefunden, wie viele Galaxien es allein in unserer näheren kosmischen Umgebung gibt. Und das hat man dann mal hochgerechnet und sagt jetzt, es gibt ungefähr im gesamten Universum 100 Milliarden Galaxien. Ob das genau stimmt, weiß natürlich niemand. Es könnten auch 80 Milliarden sein, es könnten auch 200 Milliarden sein, aber sagen wir mal 100 Milliarden Galaxien. Es gibt große Galaxien, es gibt sogar Zwerggalaxien, in denen sind nur ein paar Millionen Sterne, aber in den allermeisten Galaxien dürften einige Milliarden sein. Wenn wir also als Durchschnittswert auch der Einfachheit halber 100 Milliarden Sterne pro Galaxie nehmen, dann kommen wir auf eine Rechnung von 100 Milliarden Galaxien mal 100 Milliarden Sterne. Das wäre die Anzahl aller Sterne im Universum. Und was kommt da raus? Könnt ihr bestimmt schnell im Kopf rechnen. Ich helfe euch aber. 10 Trilliarden Sterne. Eine Zahl mit 22 Nullen. Wow. Was es da alles zu entdecken gibt, das kann einem echt den Atem verschlagen. Denn Astronomen sagen auch, jeder Stern hat im Durchschnitt 2 Planeten. Also 10 Trilliarden mal 2. Plus Monde, plus Zwergplaneten. Total irre. Und dann gibt es ja noch die ganz großen Fragen der Astrophysik. Wie hat der Weltraum begonnen? Wie wird er enden? Was war vor dem Urknall? Darüber, also über die Zeit vor dem Urknall, habe ich euch in diesem Video was erzählt. Klickt mal drauf, um es euch anzuschauen. Und falls ihr Fragen habt zu Sternen, Galaxien, Kosmologie, postet sie in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut!